Ah, sehr gut. Er kommt nicht weit, das heißt, mit ein wenig Glück haben wir ihn in nächste Runde erledigt und dann ist dieser Kampf vorbei. Ja, gegen den Schild kommt ihr nicht so schnell an. Au. Au. Ja, die Bogenschützen da im Hintergrund, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Au. So. Wir haben verloren. Hauen wir ab. Okay, sie hauen teilweise ab. Nicht alle. Schaltet die verbliebenen Schläger aus. Nichts leichter als das. Ba-ba-ba-ba. Leider habe ich es nicht geschafft, ihn komplett umzunocken, aber man kann ja nicht alles haben. Aber guck mal, du kannst dem da noch eine runterhauen. Und er ist betäubt. Das ist schön. Du kannst auch noch mal was machen. Du hast ein Schild, das lohnt nicht, aber dir kann ich eine runterhauen. Dich sehe ich nicht. Kann ich dir eine mitgeben und die eine mitgeben. Und bei der Gelegenheit kann ich dir nochmal was an den Kopf werfen. Ja, dass du mich mit Brennpfeilen beschießt, das stört mich da doch ein bisschen. Aber das muss halt so. Und solange der da hinten rumsteht und irgendwo auf Leute zielt, die sich tatsächlich bewegen, stört mich das nicht. So. Du kriegst jetzt eine mit. Dann löschen wir dich ein bisschen. Gehen wieder in Deckung. Ziel ist Deckung, schade. Der hat immer. Wieso überlebt er die ganze Zeit? Das ist ja nicht wahr. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Komm, schubsen wir ihn doch mal. Du läufst schon mal da runter. Dann läufst du auch schon mal in die Richtung. Du gehst mal einen Schritt nach hinten. Das waren alle. Ja, dachte ich mir, dass er ihm doch mal weh tut. Wäre natürlich hübsch, wenn er überlebt. Der Bogenschütze da hinten steht in Deckung, okay. Bleibst mal da in Deckung. Du kannst das ab. Gehst du halt einen Schritt nach vorne. Ziel ist Entdeckung.
Kannst du da runter zu dem Bogenschützen laufen? Und du bewegst dich jetzt hier hinten hin. Bleibst da in Deckung, bevor du nämlich umfällst. Das ist die Sucht. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch... Ihr seid eine Bedrohung für eure Freunde. Jetzt fängt er auch an zu brennen. Das ist ja nicht wahr. So. Zu nah. Du hast keine Zweierreichweite, also musst du außen rum. Ach, du bist schon tot. Dann prügeln wir uns weiter mit dem da. Und bitte den da. Das wird euch eine Lehre sein. Schauen wir mal. Ich hätte näher rangehen sollen, aber egal. Es werden immer mehr. Wir können nicht gewinnen. Genau. Und aus dem Grund, dass... dass das hier quasi vorbei ist, lösche ich ihn gerade auch nicht. Wir haben gewonnen. Es ist nur einer übrig, um den wir uns kümmern müssen. Nein, ist es nicht. Auch der ist tot. So, damit haben wir das. Dann können wir jetzt mal durchgehen und schauen, was die Leute sich so genommen haben. Ich meine, es sind ja Steuern für Rom, also kann man das ja auch selber mal mitnehmen. Wir sind ja auch schließlich die Römer. Ja, irgendjemand darf da bitte gerne plündern, danke. Ja, da ist noch die Kiste, die habe ich gesucht. Ein aromatischer Kräuter. Voll gutes Deutsch. Jo, damit haben wir diesen Sektor, glaube ich, befriedet. Oh, halt, warte. Da ist noch eine Kiste. Die müssen wir natürlich auch vorschriftsmäßig befrieden. Sektor erobert. Die da werden nach und nach sowieso erobert. In 7 Stunden soll der Angriff kommen. Das braucht 12 Stunden. Das wollen wir vielleicht jetzt doch nicht. Sektor erobert. Erledigt die alle Hauptquests. Na ja, dann. Das ist eine Eisenmine, dann. Das ist der Steinbruch. Okay, dann muss dann jetzt gleich noch jemand vorbeikommen. Was ist denn noch unsere Hauptquest? Die Zahl des Todes. Verfolgt den falschen nasamoanischen Angreifer. Wo auch mal das hin soll. Das ist die ägyptische Armee. Wo ist denn unser nasamonischer... Achso, da hinten. Okay, ja. Dann haben die doch garantiert nichts dagegen, wenn wir hier nochmal ein paar Leute noch ein bisschen plündern, bevor wir tatsächlich fertig sind. So, die Illusionskrieger, die Hitze der Sonne wird zuweilen unerträglich und lässt
Lässt nicht nur eure Prätorianer mehr Wasser trinken, sie spielt auch euren Eugen zu Waldstreiche und so weiter und so fort. Das hatten wir schon mal. Wir verbieren uns und sie sind zu euch zahlenmäßig mindestens 2-1 überlegen, aber wenn ihr flieht, wird das euren Feind noch mehr ermutigen. Also prügeln wir uns. Du darfst mitmachen. Holen wir doch mal unsere normale Truppe raus. Die, die besonders wichtig sind. Die üblichen. Nein. Du bleibst da. Der Bogenschütze kriegt einen ab. Du kriegst was. Du kriegst was. In die Richtung wird mal geguckt. Dann kriegst du einen ab. Und bei der Gelegenheit kriegst du noch einen ab. Na toll, ein Hitpoint bleibt ihnen also. Die bleiben auch zwei. Du kannst nichts mehr tun, du kannst nichts mehr tun. Ja. Oh, du bist verbrannt. Das tut mir jetzt aber leid. Deswegen stehst du da alleine, weil... Shit. Bewegen sich wie eine geschlossene Einheit. So müssen wir es auch machen. Ja. Funktioniert doch ganz gut. So, dann kriegst du jetzt einfach mal eine. Das funktioniert jedes Mal. An den komme ich nicht ran. Ich kann leider nur Giftpfeil an sich werfen. Halt, ich kann noch ein Stück weggehen. Das macht sogar Sinn. Du hast keine. Ah nein, du hast keinen Hitpoint. Okay, ja, passt. Dafür kann ich euch zwei eine reinhauen. Dich erledigen wir jetzt einfach mal. Und dann erledigen wir dich. Du kannst doch mal einstecken. So, dann kannst du in die Richtung gucken. Du bleibst da. Du hast Dinge getan. Du darfst Dinge tun. Von hier unten kann ich dich nicht erreichen, oder? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann darüber rennen und die Stelle Klinge dort anwenden. So. Kannst du dich nämlich einfach umdrehen und warten. Wir haben noch Aktionspunkte. Nee, tatsächlich. Ich könnte dich doch verfluchen. Du könntest weiterrennen. Ha. Ja, komm, du rennst doch tatsächlich weiter. Du kannst da oben weiterhelfen, aushelfen. Das war der Bogenschütze. Das ist ganz angenehm. Da wirft er seine Giftbombe. Dann gehst du halt einen Schritt zurück.
Kannst nochmal schnell eine schnelle Klinge da absenken. Kannst da nochmal Dinge tun. Beeindruckend. So. Marathon. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Da kannst du zwei Leute hauen. Einer davon wird umkippen. Das mag ich sehr. Aber dann brauchst du eigentlich nicht festhalten, sondern du kannst ihn erledigen. Es ist fast geschafft. Kannst da rüberkommen und ihr könnt eigentlich auch schon mal euch wieder dahin bewegen. Und Quote Nummer 9. Ich glaube, du fandest Doom am Anfang nicht so gut, aber nach einer kleinen Eingewöhnung wurde es doch besser. Oder irre ich mich da? Nein, du verwechselst Finden und Können. Ja, du bleibst einfach da unten drin. Wartet, Ahnen! Ich muss meinen Tod rächen! Ich werde noch nicht sterben! Ja, Berserker Teil. Nicht, solange ihr noch lebt! Das tut mir jetzt auch nicht weh. Also nicht doch wirklich. Atme ich! Die Rache wird mein sein! Ja, greift den mit dem Schild an. Macht Sinn. Der macht's schon intelligenter. Wir sind fast fertig. Los, holt euch den letzten. So. Machen wir mal eine Hinterhältigkeit raus, dann treffen wir ein bisschen mehr. Mach weiter so. Wir können sie schlagen. So. Und das war's. Oh, da liegt sogar eine Kiste. Dann haben wir hier noch ein bisschen Zeug, was wir Leuten abnehmen können. Da liegt noch einer rum. Auch jetzt klettert halt. Oh, da liegt auch noch eine Kiste. Sehr schön. So. Warum wir auch immer die Pferde drüben auf der anderen Seite der Brücke geparkt haben, weil sie am nächsten da dran sind, verstehe ich auch nicht. Die ägyptische Armee greift Legio Victrix an. Das ist fast lächerlich. Das ist so ziemlich lächerlich, mit dem, was sie da angreifen. Da gehen wir einfach mal das Ziel vor. Dam, 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 dam. Komm, go.